Als Benjamin Franklin aus der verfassungsgebenden Versammlung heraustrat, fragte ihn eine Dame: »Sir, was haben Sie uns gegeben?« Er antwortete: »Eine Republik, Madam, wenn Sie sie aufrechterhalten können.« Und doch glauben die meisten Amerikaner heute, die Regierungsform unserer Nation sei eine Demokratie und keine Republik. Der Unterschied ist sehr wesentlich, wenn man verstehen will, was die USA bzw. ihr politisches System ausmacht. Bevor wir jedoch politische Systeme besprechen, ist es hilfreich, auf die Verwirrungen einzugehen, die hinsichtlich der Beschaffenheit des politischen Spektrums besteht. Denn viele wurden zu der Ansicht verleitet, im politischen Spektrum befänden sich Gruppierungen wie die Kommunisten ganz links, Faschisten und Diktatoren ganz rechts und politisch gemäßigte oder moderate Kräfte in der Mitte. Richtiger wäre jedoch, das politische Spektrum anders zu ordnen, sodass wir rechtsaußen Regierungsformen mit keinerlei Macht hätten und linksaußen Regierungsformen mit hundertprozentiger, totaler Macht. Ganz rechts keinerlei Regierung, ganz links totale Regierung. Dazu gehören Kommunismus, Sozialismus, Nationalsozialismus, Faschismus, Fürsten, Machthaber, Diktatoren, Könige, einfach jede Form der absoluten Staatsgewalt. Wer behauptet, dass Nazis und Faschisten rechts stehen, liefert einem keine Begriffsbestimmung. Das schafft Verwirrung. Etwa in der Mitte des politischen Spektrums befindet sich eine Regierungsform, die sich auf die angemessene Aufgabe beschränkt, die Rechte der Menschen zu schützen. Genau da befindet sich die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wer für eine Regierungsform dieser Art eintritt, wäre als rechtsstaatlich moderat zu bezeichnen. Analysieren wir nun also die Grundformen der Herrschaft. Da wären zunächst Monarchie und Diktatur als Herrschaft des Einzigen, Oligarchie als Herrschaft von wenigen, Demokratie als Herrschaft einer Mehrheit, die Republik als Herrschaft des Rechts und die Anarchie, in der niemand herrscht. Bei näherer Untersuchung dieser fünf Formen werden wir feststellen, dass ihre Zahl sich noch weiter reduzieren lässt. Zunächst einmal sind Monarchie oder Diktatur in der Praxis keine real existierenden Regierungsformen, denn die Herrschaft geht stets von einer Gruppe aus, die eines ihrer Mitglieder vorschiebt. Ein König hat sein Beratergremium aus Adligen oder Gefolgsleuten und jeder Diktator hat seine Bürokraten oder Kommissare, die Männer hinter den Kulissen. Es ist also keine Alleinherrschaft, es ist die Herrschaft einer Gruppe, obwohl nach außen hin jemand als Herrscher auftritt. Monarchie und Diktatur können wir also streichen, weil es das niemals wirklich gibt. Die Oligarchie, die Herrschaft einer Gruppe, ist die häufigste Regierungsform der gesamten Menschheitsgeschichte. Sie ist auch heute die häufigste Regierungsform. Die meisten Nationen der Welt werden von einer kleinen Handvoll mächtiger Leute beherrscht. Lassen wir die Oligarchie also stehen. Am anderen Ende des Spektrums finden wir Anarchie, das bedeutet wortwörtlich übersetzt ohne Regierung. Manche Leute haben beim Blick auf die Geschichte festgestellt, dass die schlimmsten Verbrechen oftmals von Regierungen begangen wurden. Sie folgerten daraus, es sei möglicherweise eine gute Idee, gar keine Regierung zu haben. Aber das ist ein Irrtum, denn wie die alten Griechen sagten, ohne Recht keine Freiheit. So sahen das auch unsere Gründungsväter. Sie vertraten den Standpunkt, dass für jede zivilisierte, wohlgeordnete Gesellschaft ein gewisses Maß an Staatsgewalt unerlässlich ist. Wenn hingegen Anarchie herrscht, muss sich jeder Einzelne persönlich um den Schutz seines Lebens, seiner Freiheit, seines Eigentums und seiner Angehörigen kümmern. Jeder muss bewaffnet sein und die Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt, weil man ständig seinen Wohnsitz verteidigen muss. Jede zivilisierte Gemeinschaft vergibt Schutzaufgaben an einen Sheriff, Polizeikräfte oder an andere staatliche Instanzen. So war es immer, denn wenn das Recht durchgesetzt wurde, waren die Menschen freier. Sie konnten das Haus verlassen, auf den Feldern arbeiten und so weiter. Kurz, das richtige Maß an Staatsgewalt beschert allen die größere Freiheit. Es gibt jedoch einige Befürworter der Anarchie. Nicht etwa, weil sie einen Zustand ohne Regierung anstreben, sondern weil sie nicht mögen, was sie haben. Sie benutzen die Anarchie als Werkzeug, um einen Umsturz herbeizuführen. Der Zustand der Anarchie weist große Ähnlichkeit mit einem Vakuum auf, in das sofort etwas einströmt, um es aufzufüllen. Diese berechnenden Anarchisten versuchen, die bestehende Regierung durch Aufstände, Mord, Plünderung und Terrorismus zu Fall zu bringen. Tragischerweise wird sich die Bevölkerung, wenn ein solches Chaos herrscht, oft an diejenigen wenden, die das Chaos am ehesten beenden können. Diese Leute wird man bitten, das Ruder zu ergreifen und die Ordnung wiederherzustellen. Und wer ist am ehesten in der Lage, das Chaos zu beenden? Genau diejenigen, die das Chaos hervorriefen. Die Anarchisten bilden dann eine von ihnen gelenkte Regierung, eine Oligarchie, in der sie absolute Macht ausüben. Genau das geschah in Russland, woraufhin Lenin die ganze Macht an sich reißen konnte, und auch in Deutschland, wo Hitlers Braunhemden das Chaos schufen, das ihn an die Macht brachte. Die Anarchie ist aber keine stabile Regierungsform. Sie bildet nur ein rasches Übergangsstadium von einer bestehenden Regierung zu einer, die machthungrige Umstürzler ersehnen. Da sie nicht von Dauer ist, können wir auch die Anarchie wegstreichen.
Das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen. Demos bedeutet Volk und Kratein bedeutet Herrschen. Demokratie bedeutet also die Herrschaft des Volkes, die Mehrheitsherrschaft. Das klingt natürlich sehr gut. Aber nehmen wir an, die Mehrheit beschließt, Ihnen Ihr Haus, Ihr Geschäft oder Ihre Kinder wegzunehmen. Dass wir da eine Grenze ziehen müssen, ist offensichtlich. Der Fehler der Demokratie ist, dass die Mehrheit keiner Einschränkung unterworfen ist. Wenn in einer Demokratie mehr als die Hälfte der Bevölkerung bewogen werden kann, etwas Bestimmtes zu wollen, dann setzt sie sich durch. Was meinen wir dann mit einer Republik? Das Wort kommt aus dem Lateinischen. Res bedeutet Sache und publica bedeutet öffentlich. Heißt also die öffentliche Sache, Recht und Gesetz. In einer echten Republik ist die Regierung durch das Gesetz eingeschränkt und lässt die Menschen in Ruhe. Vor den Gründern der USA lag ein unbeschriebenes Blatt. Sie hätten eine Oligarchie errichten können. Manche wollten George Washington sogar zum König machen. Aber die Gründerväter hatten gute Geschichtskenntnisse und entschieden sich, uns die Herrschaft des Rechts in einer Republik, nicht die Mehrheitsherrschaft einer Demokratie zu verordnen. Warum? Ein typisches Beispiel aus dem Wilden Westen dürfte den Unterschied verdeutlichen. Betrachten wir einen Fall von Lynchjustiz in einer Demokratie. 35 Reiter verfolgen einen einsamen Revolverhelden. Sie fangen ihn und veranstalten eine Abstimmung. Mit 35:1 wird entschieden, ihn aufzuhängen. Die Demokratie hat gesiegt und man braucht sich mit einem Revolverhelden weniger herumzuärgern. Wie sähe das gleiche Szenario in einer Republik aus? Die 35 Reiter fangen den Revolverhelden und entscheiden mit 35:1, ihn aufzuhängen. Aber der Sheriff kommt dazu und sagt, ihr könnt ihn nicht einfach umbringen. Er hat das Recht auf ein faires Verfahren. Sie bringen den Revolverhelden also in die Stadt zurück. Eine möglichst unparteiische Jury hört die Zeugen und die Verteidigung an, um zu entscheiden, ob der Mann gehängt werden soll. Genügt die Mehrheit der Geschworenen? Nein. Der Beschluss muss einstimmig sein, sonst ist es ein Freispruch. Die Rechte des Revolverhelden beruhen also auf keiner Mehrheitsentscheidung, sondern auf dem Gesetz. Das ist der Kernpunkt einer Republik. Viele Amerikaner wären erstaunt zu hören, dass das Wort Demokratie weder in der Unabhängigkeitserklärung noch in der Verfassung der Vereinigten Staaten vorkommt. Es erscheint auch in keiner einzigen Verfassung der 50 Bundesstaaten. Die Gründer taten, was sie konnten, um uns eine Demokratie zu ersparen. James Madison, der zu Recht als Vater der Verfassung bekannt ist, schrieb im 10. Artikel der Federalist Papers, Demokratien waren schon immer ein Schauplatz von Unruhen und Konflikten. Man hat stets festgestellt, dass sie mit persönlicher Sicherheit und auch mit den Eigentumsrechten unvereinbar waren. Und im Allgemeinen war ihre Lebensdauer so kurz wie ihr Ende gewaltsam. Alexander Hamilton war der gleichen Ansicht und sagte, wir sind eine republikanische Regierung. Wirkliche Freiheit ist niemals im Despotismus oder in den extremen Formen der Demokratie zu finden. Samuel Adams, ein Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, sagte, Demokratie ist nie von Dauer, sondern zermürbt sich bald, erschöpft sich und macht sich selbst den Garaus. Die Gründer betrachteten die Demokratie zu Recht mit Geringschätzung, denn sie wussten, dass die Demokratien der alten griechischen Stadtstaaten äußerst üble Entartungen des Regierungswesens zur Folge hatten. Sie endeten in einer Herrschaft des Pöbels, darauf folgte Anarchie und schließlich Tyrannei unter einer Oligarchie. Es gab zu jener Zeit in Griechenland einen Mann namens Solon, der auf die Schaffung eines stabilen Gesetzeswerkes drängte, das den Launen der Mehrheit nicht unterworfen wäre. Die Griechen nahmen Solons weisen Rat niemals an. Aber die Römer hörten darauf. Gemäß ihren Kenntnissen der Solonschen Gesetze schufen sie die 12 Tafeln des römischen Rechts und errichteten tatsächlich eine Republik, in der die Macht der Regierung eingeschränkt war und die Bevölkerung unbehelligt blieb. Aufgrund der beschränkten Herrschaftsgewalt konnten die Menschen ungehindert arbeiten und produzieren, wobei man sich einig war, dass sie die Früchte ihrer Arbeit behalten konnten. Rom erlangte allmählich großen Reichtum und wurde von aller Welt beneidet. Mitten im Überfluss vergaßen die Römer jedoch die wesentliche Voraussetzung ihrer Freiheit, nämlich die angemessene Beschränkung der Herrschaftsgewalt. Wenn die Macht der Regierung wächst, nimmt die Freiheit der Bevölkerung ab. Sobald die Wachsamkeit der Römer nachließ, begannen machthungrige Politiker, ihre verfassungsgemäßen Befugnisse zu überschreiten. Manche fanden heraus, dass sie Politiker wählen konnten, die durch einen Missbrauch der Staatsmacht einige Leute berauben und ihr Eigentum auf andere übertragen würden. Es wurden Zuschüsse für die Landwirtschaft eingeführt. Wohnungsbau und Wohlfahrtsprogramme schlossen sich an. Unausweichlich stiegen die Steuern und für den Privatsektor wurden verschiedene Kontrollen eingeführt. Bald standen Leute, die in Rom einst fleißig gearbeitet und gut produziert hatten, vor dem finanziellen Ruin und mehrten die Reihen der Sozialhilfeempfänger. Die Produktivität ging zurück.
Es kam zur Verknappung und die Straßen füllten sich mit aufgebrachten Volksmassen, die von der Regierung Brot und Spiele verlangten. Viele sahen sich genötigt, um der Sicherheit willen ihre Freiheit aufzugeben. Schließlich brach das ganze System zusammen. Es war von der Republik zur Demokratie übergegangen und endete mit einer Oligarchie unter einer Reihe von Kaisern. Somit ist die Demokratie an sich keine stabile Regierungsform. Sie bildet stattdessen den graduellen Übergang von begrenzter Staatsgewalt zur uneingeschränkten Herrschaft einer Oligarchie. Wenn wir das wissen, bleiben uns Amerikanern letztlich nur zwei Möglichkeiten. Wir können entweder unsere Republik aufrechterhalten, wie Franklin es nannte, oder wir werden am Ende unweigerlich eine Oligarchie sehen, eine Tyrannei der Elite.